Die Armee war aufgebrochen, der Angriff auf das Territorium von Licinius hatte begonnen. Würde dieser Krieg die Entscheidung bringen? Würde der Kaiser des Westen schlussendlich das gesamte römische Reich erobern und alleine herrschen? Herzlich willkommen zu Konstantin, Kaiser der Sonne, zur mittlerweile vierten Folge, in der es heute heißt, der Tag der Sonne. Und dabei wollen wir ganz besonders auch im zweiten Abschnitt dieses Programms uns um dieses berühmte Sonntagsgesetz äh, informieren und wollen die historischen Hintergründe besser verstehen. Aber zunächst einmal wollen wir natürlich die Geschichte dort aufgreifen, wo wir sie das letzte Mal im Jahre 316 zurückgelassen haben. Wir haben gesehen, es war eine Zeit großer Veränderungen, nicht nur für das römische Reich im Allgemeinen, sondern auch für die christliche Kirche. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass die große sogenannte Konstantinische Wende und wir haben ja gesehen, dass vieles von dem, was heute so behauptet wird, eher Fiktion und Propaganda ist, die auf Konstantin zurückgeht. Aber dass insgesamt diese Wende in den Jahren 312, 313 vor allem auch durch die Eroberung des Licinius im Osten, dass die gewaltige Veränderung für das Christentum gebracht hatte aus der Ver Religion wurde eine, die plötzlich mehr und mehr privilegiert worden ist. Mit neuen Gefahren. Nicht äußerlichen Gefahren, sondern Gefahren für die Integrität. Des Glaubens. Wir hatten das letzte Mal diesen Vers hier uns angeschaut in Offenbarung 2, Fest 12 und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ein Symbol für das Wort Gottes, das exakt zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Licht und Finsternis, zwischen biblischer Wahrheit und menschlichen Traditionen scheidet und auch in dieser Epoche begann die Christenheit in zwei Gruppen zu teilen, aber davon gleich noch mehr. Es war auch die Zeit, wie gerade schon angedeutet und wie das letzte Mal ja schon ausgeführt, des Angriffs des Konstantin, der sich entschlossen hatte aus eigener Initiative, die das Gebiet des Licinius im Osten Anzugreifen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass im Oktober 316 er aus eigenen Stücken diesen Angriff begann und dabei die Hauptstadt Pannoniens Siskia bereits eroberte. Wir können das hier auf der Karte sehen, eingekreist. Das heutige Sisak, das ist diese Stadt, die er damals erobert hat. Und hier, wo das Kreuz weiter östlich zu sehen ist, dort stand Licinius mit seiner etwas größeren Armee in Kibalei, dem heutigen Vinkovci, Es kam zur Schlacht. Und zwar am 8. Oktober 316, also knapp vier Jahre nachdem Konstantin, dieser berühmten Schlacht an der Milwischen Brücke, den Maxentius besiegt hatte. Konstantin war numerisch unterlegen, hatte 20.000 Soldaten ungefähr, während Licinius etwa 35.000. Zur Verfügung hatte. Aber Konstantin konnte hier in dieser Schlacht die Oberhand behalten, konnte gewinnen und Licinius hat sage und schreibe circa zwei Drittel seiner Armee verloren und ist dann verständlicherweise gen Osten gen Flo, ge ge geflohen. Hier zunächst einmal nach Sirmium, einer der berühmten Kaiserresidenzen in der Nähe, etwas südlich. Von der Donau an der Sava gelegen. Dort hatte er seine Familie zurückgelassen, der Licinius, <küm> und auch seinen Schatz. Beides war ihm wichtig und mit beidem machte er sich jetzt auf den Weg gen Osten, gen Thrakien, während er zuvor auch noch an der Sava dort in Sirmium die Brücken hat zerstören lassen, damit Konstantin mit seiner Armee etwas aufgehalten wird. Das Ziel von Licinius war Adrianopel, wie wir sehen hier. Und äh, an dieser Stelle liegt die Stadt. Und dort wollte er sich neu gruppieren, um Konstantin davon abzuhalten, dann vielleicht sogar auch noch seinen Fuß auf kleinasiatischen Boden zu setzen, also von Europa vielleicht noch überzusetzen in die östlichen Reichsgebiete. Licinius war schwer bedrängt und er brauchte Unterstützung. Und so entschloss er sich in dieser verzweifelten Situation, einen anderen General zum Mitkaiser zu erheben, um ein bisschen mehr... Die Verantwortung teilen zu können, erhob den Grenzgeneral Valens zum Augustus. Und so gab es jetzt plötzlich wieder drei Augusti, Licinius und Valens, verbündet ähm, gegen den Aggressor Konstantin. Konstantin hatte realisiert, dass mit dieser einen Schlacht er zwar die, den Kampf gewonnen hatte, aber den Krieg noch längst nicht entschieden hatte und bot jetzt Frieden an. Aber die Bedingung, die er dabei ähm, stellte, war für Licinius nicht annehmbar. Konstantin hatte nämlich gefordert, dass dieser gerade erst erhobene Valens wieder abgesetzt wird. Und so kam es erneut zum Kampf. Der Krieg ging weiter. Konstantin zog ebenfalls gen Osten dem Licinius entgegen und erreichte dann nach einiger Zeit hier die Stadt Philippopolis. Die, das heutige Plovdiv in Bulgarien und das war gar nicht mehr so weit entfernt von Adrianopel. Und hier begann man sich jetzt auf die Entscheidungsschlacht, wie man meinte, vorzubereiten. Nikenius sandte dann noch einmal Botschafter an Konstantin, um nochmal auszuhandeln, ob irgendwie doch Frieden möglich sei. Der hat das Brüsk abgewiesen, wollte dann jetzt doch lieber kämpfen. Er suchte die Entscheidung. Und die kam dann auf dem Fuße. Es kam zur Schlacht auf dem sogenannten Campus Ardiensis. Das ist ungefähr hier auf der Karte, wo man hier dieses äh, rote Kreuz sieht, wahrscheinlich an dieser Stelle äh, gelegen. Es ist nicht ganz hundertprozentig klar, aber ungefähr in dieser Gegend. Und auch diesmal konnte Konstantin gewinnen. Eine der besonderen Dinge an Konstantin, die manchmal etwas unterschlagen werden, ob seiner großen propagandistischen äh, Leistungen in Anführungsstrichen und äh, seiner großen weltgeschichtlichen Bedeutung auch auf dem religiösen Gebiet, ist die Tatsache, dass er ein äußerst erfolgreicher Feldherr gewesen ist und eine ganze Zahl von sehr wichtigen Schlachten tatsächlich für sich gewinnen konnte. Und. Äh, Konstantin glaubte natürlich, dass äh, Licinius genau dasselbe jetzt getan hatte, als, äh, wie bei der Schlacht zuvor, und gen Osten geflohen ist, vielleicht nach Nikomedia, um dort äh, sich wieder neu zu gruppieren. Und so tat äh, Konstantin das, was sehr nahe lag. Er ist dann hier, wie können wir das sehen auf der Karte, weiter gen Osten gezogen. Äh, zu der Stadt, die dann später, da werden wir noch zu kommen, in einer späteren, Serie, in einer späteren Folge Konstantinopel genannt worden ist, die Stadt Byzantion und äh, hoffte dort irgendwo Licinio stellen zu können. Der hatte allerdings in einem äußerst brillanten äh, Geistesblitz eine Kriegslist angewandt. Er war nämlich gar nicht gen Osten gezogen, sondern hatte etwas verwegen eine ganz andere Route ähm, eingeschlagen. Das können wir auf der Karte sehen. Er ist nämlich äh, in die entgegengesetzte Richtung gezogen. Hier nach beröer nicht zu verwechseln mit dem Beröa in Griechenland und hatte damit plötzlich die Möglichkeit, dem vorgerückten Konstantin die Nachschubwege abzuschneiden, hatte also Konstantin in, einem dramatischen, in einer ziemlich dramatischen äh, Wendung so ein bisschen in die Falle laufen lassen. Und Konstantin konnte jetzt also die Entscheidung nicht mehr herbeizwingen, er musste also verhandeln. Weil er die Schlacht gewonnen hatte, hatte er natürlich eine ganz gute Verhandlungsposition, die nutzte er dann auch aus, um äh, gute Konditionen für sich herauszubekommen. Äh, und zwar erhielt er den kompletten Balkan bis Thrakien als äh, Gebiet und war damit jetzt der Kaiser, der das größte Gebiet beherrschte. Der Sieg Konstantins hatte natürlich auch Auswirkungen auf den neuen Mitkaiser. Der musste jetzt umgehend wieder abgesetzt werden, der Walens, und wurde dann tatsächlich kurze Zeit später sogar von Licinius getötet, sodass er keinerlei Ansprüche mehr stellen konnte. Es war also, wie wir auch daran sehen, eine äußerst raue Zeit. Es gab jetzt nur noch wieder die beiden bekannten zwei Kaiser, Konstantin und Licinius. Der Friedensvertrag ist dann am 1. März. 317 öffentlich verkündigt worden. Das hatte auch damit zu tun, das hat wohl Konstantin auch ganz bewusst so initiiert, dass dieser 1. März der Jahrestag der Berufung seines Vaters von Konstantius Chloros zum ähm, Kaiser auch gewesen ist, damals in der Tetrarchie, viele Jahre zuvor. Damit wollte Konstantin auch noch einmal propagandistisch, und wir sehen hier, was für ein Gespür dafür gehabt hat, deutlich machen wie sehr er mit seiner familie mit seiner dynastie sozusagen den vorrang haben sollte diese idee der dynastischen linie wurde durch diesen friedensvertrag auch wieder deutlich profiliert denn jetzt wurden wieder cäsaren erhoben wie damals in der tetrarchie es sollte jetzt wieder so unterkaiser geben aber nicht irgendwelche verdienten militärs wie sich das noch diokletian Ausgedacht hatte, vielleicht auch deswegen, weil er keinen eigenen Sohn hatte, ähm, sondern tatsächlich wieder die Söhne der Augusti, die Söhne der Kaiser. Und das bedeutete dann konkret, dass es jetzt tatsächlich sogar drei äh, Kaisares, drei Cäsaren gab, nämlich Crispus, der zu diesem Zeitpunkt höchstens 17 Jahre alt war, der Sohn von Konstantin aus seiner ersten Ehe mit Minerva, und dann zwei Söhne, die noch nicht mal laufen konnten. Ja, Konstantin der II, der Sohn von Konstantin mit Fausta, waren erst sieben Monate alt. Und auch Licinius der II, der Sohn von Licinius, war auch nicht besonders viel älter. Er war erst ein Jahr alt, vielleicht hat er gerade die ersten Schritte gemacht. Ähm, das war also eine Regelung für die Zukunft und sollte noch für die spätere römische Geschichte ganz richtungsweisend sein, wo dann immer wieder auch sehr junge Kinder auf den Kaiserthron gekommen sind. Das Ganze hatte natürlich eine äh, sehr brisante äh, Implikation, wenn nämlich Licinius sterben würde als Kaiser des Ostens, dann wäre der nächste Nachrücker der Crispus, der einzige zu diesem Zeitpunkt überhaupt handlungsfähige Caesar und damit hätte dann die Dynastie von Konstantin auch über diesen Weg die Kon gesamte Kontrolle über das Römische Reich erhalten. Also, man sieht sehr deutlich, wie geschickt Konstantin das Ganze politisch angelegt hat. Er hat jetzt auch seinen Regierungssitz nach Osten, weiter nach Osten verlegt, in den Balkan und zwar in Sirmium, die Stadt, die wir gerade schon kurz erwähnt haben. Dort hat er ab und zu re äh, residiert, am meisten allerdings in der Stadt Serdica. Hier sehen wir noch einige Ruinen aus heutiger Zeit äh, aus dem römischen Serdica. Und das ist das heutige Sofia in äh, Bulgarien. Und er nannte diese Stadt, die er jetzt zu seinem Hauptsitz machte, sein neues Rom. Also hier haben wir schon diese Idee, dass seine quasi zweite Hauptstadt neben Rom, das ja schon lange nicht mehr wirklich Sitz der Kaiser gewesen war, wenn man mal von Maxentius absieht, dass eine zweite äh, Hauptstadt sozusagen entstehen sollte. Und das wird auch für die spätere Geschichte ja noch ganz wichtig werden. Ähm, den ganzen westlichen Bereich, vor allem Gallien, was ja lange Zeit äh, das eigentliche Herrschaftsgebiet von Konstantin gewesen ist, das hatte jetzt sein Sohn Crispus als Cäsar unter seiner Verantwortung und er hat dann mit eigenem Hofstaat in Trier, dem alten Sitz von Konstantin, residiert. Hier sehen wir das auf der Karte noch einmal, hier mit dem Kreuz, dort äh, sehen wir die Stadt Serdica und gar nicht so weit entfernt davon hier in Nikomedia ähm, im Westen von Kleinasien residierte der Licinius. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich ein wenig auch gegenseitig belauert haben, weil man vielleicht geahnt hat, dass dieser Friede wohl nicht auf ewig halten könnte. Derweil gab es in Nordafrika noch Immer keine Ruhe. Das Problem der Donatisten war ungelöst, trotz des Konzils in Aal, trotz der verschiedenen Bemühungen von Konstantin, dort autoritativ einzugreifen. In dieser Zeit gab es Attacken. Römische Soldaten und ein Mob attackierten Kirchen der Donatisten, die sich weiter in eigenen Versammlungen trafen. Es gab die ersten Todesfälle. Auch zwei donatistische Bischöfe waren unter den Opfern und die Donatisten. War natürlich sich sicher, dass der Bischof Kaikilianus, der der Hauptkirche, die für den laxeren Umgang mit den Abgefallenen während der Verfolgung eingetreten war, dahinter stehen würde. Es begann jetzt eine regelrechte Verfolgung, in der Christen, der Mehrheit sich diesen, äh, diese Donatisten äh, verfolgte und es zum Teil auch zu Todesfolgen äh, kam. Und das ist eine sehr traurige Entwicklung, dass diese Christenheit die bis vor kurzem noch selbst verfolgt worden ist, jetzt aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zu solchen Mitteln griff. 317 wurden auch einige Gesetze von Konstantin verabschiedet, zum Beispiel, und wir wollen hier nur einige Beispiele herausgreifen aus seiner umfangreichen Gesetzgebung über die Jahre hinweg, er hat bestimmt, dass wer einen Sklaven ohne Wissen des Herrn beherbergt, Strafe zahlen musste und dass auch bei Kapitalverbrechen, äh, Sena oder bei Kapitalverbrechen Senatoren ebenfalls wie alle anderen in der jeweiligen Provinz vor Gericht gestellt werden müssen und nicht wie sonst üblich in Rom. Interessant ist, dass in dieser Zeit Konstantin auch einen gewissen Junius Bassus zu seinem Prätorianerpräfekten ernennt. Wir haben schon gesehen, dieses Amt ist enorm wichtig, hat nicht nur viel Prestige, wie das des Konsul, das allerdings politisch völlig unwichtig war, sondern dieses Amt ist wirklich militärisch und strategisch von hoher Bedeutung, von hoher Machtfülle. Und interessant an dieser Ernennung ist, dass Junius Bassus nach allem, was wir wissen, höchstwahrscheinlich ein Christ gewesen ist. Konstantin hat zwar immer noch auch ähm, äh, pagane, heidnische Berater gehabt, auch noch äh, viele Jahre später, er selbst war ja immer noch. Nicht wirklich Christ, sondern eigentlich ein Anhänger des Sol Invictus, wie wir gesehen haben. Aber er hat nicht nur in das Christentum investiert durch verschiedene Maßnahmen, wie wir das letzte Mal gesehen haben, sondern er hat sich immer mehr auch mit christlichen Ratgebern und Christen in seinem Hofstaat umgeben. Wir haben schon mehrmals über die Propagandamaßnahmen des Konstantin gesprochen, vor allem auch im Hinblick auf seinen Schwiegervater Maximian, der ja umgekommen war vor etlichen Jahren, der ehemalige Augustus der alten Tetrarchie. Und wir haben gesehen, wie im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre immer wieder Konstantins Position gewechselt hat, um den jeweiligen politischen Gegebenheiten zu entsprechen. Jetzt im Sommer 318 gab es eine erneute Kehrtwende, nachdem man ja den Maxentius als unehelichen Sohn, von Maximian verunglimpft hatte, wie wir das letzte Mal gesehen haben, wurde jetzt Maximian wieder rehabilitiert. Er war ja immerhin der Vater der Fauster und damit auch ein Ahnherr der künftigen Söhne Konstantins, wie Konstantin II und vielleicht weiteren, die noch geboren werden sollten. Und da wäre es sehr schlecht gewesen, wenn diese Söhne dann teilweise von einem schlechten Kaiser abstammen. So wurde er wieder rehabilitiert. Und plötzlich. Wurde er sogar als vergöttlichter Maximianus auf Münzen abgebildet, als Divus Maximianus, was wiederum zeigt, dass es mit einem echten Christentum bei Konstantin auch in diesem Jahr noch nicht weit her war. Ähm, die Geschichtsschreibung wurde jetzt wiederum geändert, neben seinem eigenen Vater Constantius Chloros und dem Claudius Gotikus, von dem wir gehört haben, dass er eine Abstammung von demselben fingiert hatte. Wurde jetzt Maximian zu den besten Kaisern gezählt, was also deutlich machen sollte, dass Konstantin von ganz großen und wichtigen Kaisern abstammt oder sich mit solchen verschwägert hatte. Auch 318 gab es einige Gesetze, die hier nur kurz erwähnt werden sollen. Es wurde bestimmt, dass keine rechtsgültige Ehe mit Sklaven geschlossen werden durfte. Die Frau konnte auch, das war ein weiteres Gesetz, wo wir hier in die Einzelheiten nicht hineingehen wollen, aber es kurz erwähnen wollen. Eine Frau konnte auch ohne das Jus Liberorum, das war eine Bestimmung aus der Zeit des Augustus, ein Drittel des Erbes eines von ihr gestorbenen Kindes antreten. Das war also eine gewisse Hilfe auch für Frauen im Erbrecht. Und 319 sehen wir dann Christus, so wie früher sein Vater am Unterrhein gegen die Franken kämpfen, die immer wieder mal dort auf das Gebiet des Römischen Reiches vorstießen oder entsprechend diszipliniert werden mussten, indem man in das fränkische Gebiet vordrang. Weitere Gesetze Konstantins aus dem Jahre 319. Er hatte bestimmt, dass unter bestimmten Umständen Verlobungsgeschenke wieder zurückgezahlt werden müssten, wenn die Hochzeit nicht wie geplant zustande. Käme das äh, in Gegensatz zu der bisherigen Praxis. Und auch das ist sehr interessant, er erlaubte explizit das disziplinarische Töten von Sklaven. Nur wenn dabei besondere Grausamkeit angewendet werden würde, wäre es erlaubt, einen solchen Herrn äh, des Mordes anzuklagen. Außerdem äh, wurde bestimmt, dass Sklaven und auch Freigelassene, die bestimmte Berufe ausübten, an ihre jeweilige Stadt gebunden waren, also nicht einfach willkürlich den Wohnort wechseln konnten, um sicherzustellen, dass bestimmte Berufe überall vorhanden gewesen sind. Eine auch für die Religionspolitik enorm richtungsweisende Entscheidung fällt ebenfalls in jene Zeit, nämlich die Entscheidung, eine weitere gigantische Basilika zu bauen. Wir hatten schon gesehen, dass der Lateran, die Lateranbasilika auf Konstantin zurückging, direkt nach der Eroberung Roms. Jetzt sollte auch über dem vermuteten Grab des Petrus auf dem Vatikanhügel, westlich von, vom eigentlichen Stadtkern Roms, auf der anderen Seite des Tiber, eine große Basilika gebaut werden, die dann der Vorläufer wurde für den heute noch allseits bekannten Petersdom im Vatikan. Auch aus 320 sind uns ein paar berühmte Gesetze überliefert, vor allem das Gesetz zur Aufhebung des alten Gesetzes von Augustus gegen die Kinderlosigkeit. Es war in der Praxis ohnehin ständig umgangen worden und wurde jetzt einfach gestrichen. In dieser Zeit begann eine neue Entwicklung, die die nächsten Jahre prägen würde. Licinius begann sich offensichtlich deutlicher vom Christentum wieder zu distanzieren. Er war es ja gewesen, der mit seinem Sieg über Maximin Daya die Christen des Ostens eigentlich real, de facto äh, befreit hatte. Aber jetzt wurden alle Christen aus dem kaiserlichen Dienst des Licinius verbannt. Und wenn... Synoden geplant worden waren, also das Zusammenkommen verschiedener Bischöfe aus verschiedenen Städten, dann wurden sie verboten. Ja, wenn Menschen aufgrund ihres Glaubens exekutiert worden sind, wurde das sogar noch gut geheißen. Der Grund dafür ist nicht ganz klar. Möglicherweise wollte Licinius damit auch Konstantin etwas aus der Reserve locken, provozieren. Denn Konstantin hatte sich ja noch mehr als Licinius als Freund der Christen stilisiert und propagandistisch in Stellung gebracht. Und natürlich hat Konstantin das sofort ausgenutzt und noch deutlicher sich positioniert als der Befreier der Christen im Osten, weil er darauf hoffte und auch hoffen konnte, dass die vielen Christen des Ostens, wir haben ja schon gelernt, dass es im östlichen Teil des Römischen Reiches mehr Christen gab als im Westen, und dort einen ganz wesentlichen Bevölkerungsanteil stellten. Man spricht für Ägypten in dieser Zeit von vielleicht schon etwa 18 Prozent der Bevölkerung basierend auf Papyrus von Konstantin hat also gehofft, dass dieser doch signifikante Bevölkerungsteil dann hinter ihm stehen würde, wenn er erneut den Krieg gegen Licinius beginnen würde. Also die ganze Idee Konstantins sich dem Christentum zu nähern, hatte immer auch in all diesen Phasen, wie wir hier auch sehen können, einen ganz klar politisch-geostrategischen Aspekt. In dieser Zeit wurde das Kolosseum vom Blitz getroffen. Und obwohl das Christentum an vielen Bereichen auf dem Vormarsch war, war das natürlich die Stunde auch der alten traditionellen Vor äh, Wahrsager, die Vorhersagen treffen sollten, ob das vielleicht irgendwie ein böses Omen sei. Und diese Interpretation der Wahrsager wurde sogar dem Konstantin mitgeteilt, der Achtung in dieser Zeit ähm, per Gesetz bestimmte, dass solche öffentlichen, also eine öffentliche Wahrsagerei erlaubt sei. Die private war mittlerweile verboten worden, aber öffentliche Wahrsagerei aufgrund der alten Kulte war ausdrücklich erlaubt, solange Konstantin selbst immer sofort über die entsprechenden Ergebnisse informiert werden würde. Anfang 321 wurde dann allen deutlich, dass zwischen Konstantin und Licinius Feindschaft herrschte. Und zwar schon am 1. Januar. Das war der Tag, an dem traditionell die beiden Konsuln für das römische Reich benannt worden waren. Ein Amt, das Jahrhunderte zuvor große Bedeutung und Machtfülle hatte in der Zeit der alten Republik, aber zu dieser Zeit eigentlich nur noch einen, ein Ehrentitel war, ohne jegliche wirkliche Bedeutung. Ein Amt, das oft auch von den Kaisern selbst mitverwaltet worden ist. Und äh, an diesem 1. Januar 321 konnten sich Konstantin und Licinius offensichtlich nicht mehr auf zwei äh, beidseitig anerkannte Konsuln einigen. Stattdessen hat Konstantin seine beiden Söhne, Crispus und Konstantin II., der ja immer noch ein absolutes Kleinkind war, äh, zu Konsuln ernannt, während Licinius sich selbst und seinen Sohn Licinius zu Konsuln ernannte. So konnte also jeder sehen, dass hier keine echte Zusammenarbeit zwischen den beiden Hauptkaisern bestand und ein Krieg schien erneut unausweichlich. Am 1. März 321 hat dann Konstantin persische Gesandte getroffen, die offensichtlich diplomatisch die Fühler ausstreckten, um mit dem Kaiser des Westens in Kontakt zu treten. Das hatte natürlich besondere Bedeutung für Licinius. Wenn Konstantin sein Feind war und die Perser im Osten ähm, ebenfalls mit Konstantin zusammenarbeiten würden, dann war zu fürchten, dass Licinius von West und Ost geopolitisch eingekesselt werden würde. Dazu kam ja noch, dass Armenien im Nordosten des Römischen Reiches ja mittlerweile quasi Staats-, von, von Staatswegen her christlich geworden war und deswegen selbstverständlich wohl auch eher zu Konstantin als zu Licinius halten würde. Und das führt dazu, dass Licinius tatsächlich die Christenverfolgung wieder aufnimmt. Längst nicht so systematisch wie damals in der großen Zeit der zehn Jahre Christenverfolgung, die wir ausführlich studiert haben. Eher sporadisch, aber immer wieder geht es doch in die Richtung und das bedeutet natürlich eine Entwicklung, die einen Krieg unvermeidbar machen würde. In diese geopolitische Situation hinein fällt das berühmte Sonntagsgesetz, das wir. Am Anfang dieser Serie schon einmal zitiert haben, aus dem März 321, gegeben von Imperator Konstantinus, also von Konstantin, an einen gewissen Elpidius, den Stadtpräfekten von Rom. Auch das sehr interessant. Und in diesem Gesetz heißt es hier im ersten Satz: Omnis judicis, also alle Richter, es geht sowohl in diesem Fragment als auch in dem zweiten, das wir gleich auch nochmal anschauen werden, vor allem auch um die Rechtsprechung, wie man hier deutlich sehen kann. Alle Richter und dann geht es weiter: Urbanaeque Plebes et Artium Moficia Cunctarum. Also das Volk der Stadt und die alle Werkstätten, äh, könnte man vielleicht äh, übertragen, übersetzen. Und dann kommt dieser wichtige Satz. Venerabili dies solis quiscant. Sie sollen ruhen an dem ehrwürdigen Tag der Sonne. Was uns zuallererst hier auffallen sollte, ist die Formulierung dies solis quiescant. Der dies solis ist die heidnische Bezeichnung für den Sonntag, eine Bezeichnung die vor allem auch in der römischen Astrologie bezeichnet worden ist. Christen haben den Sonntag in dieser Zeit nie so genannt, sondern immer den Tag des Herrn. Ebenfalls interessant ist dieses Wort venerabili und dieses Wort wird im Apollokult, Apollonkult und auch im Mitraskult, auch im Kult des Herkules immer wieder als technischer Begriff auch für diesen, äh, die es so diesen, diesen Sonntag gebraucht. Allein dieser erste Satz macht aufgrund der Formulierung eindeutig klar, dass es sich um ein Gesetz für den heidnischen Sonnengott eigentlich handelt. Der wird zwar hier nicht mehr erwähnt, offensichtlich, weil Konstantin natürlich auch den Anschluss an das Christentum sucht, aber dem Text nach handelt es sich um eine Vorgabe, die für jeden Heiden sofort klar erkennbar ähm, war, die sofort Anschluss bot an den Mitraskult, an den Kult des Sol Invictus, an den Kult des Herkules. Interessant ist auch, dass die Bestimmung hier ja eben keinen wirklichen vollständigen Ruhetag suggeriert, sondern, wie wir damals schon gesehen haben, äh, Ackerbau, landwirtschaftliche Tätigkeiten am Sonntag ausdrücklich ausnimmt und erlaubt, weil, wie es äh, in dem Gesetz heißt, äh, des Öfteren ist, vorkommt, dass gerade dieser Tag der allerbeste und geeignetste ist, um diese Tätigkeiten auszuführen. Und auch hier wird lediglich auf die Vorsehung des Himmels verwiesen, wie wir hier im letzten Satz äh, lesen können, Kailesti, Provisione Concessa heißt es, die Provision würde man im Englisch sagen, die Vorsehung, das was der Himmel gibt, auch das vage genug da, so dass jede im Römischen Reich befindliche Religion sich dort einordnen konnte. Auch der, das zweite äh, Textfragment, das wir haben hier aus dem Codex Theodosianus, diesmal machte deutlich, dass es etwas eine, 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 eine Gesetzgebung ist, die eigentlich mit dem Sol Invictus zusammenhängt, denn Konstantin sagte hier, Sicut indignissimum videbatur diem solis, da haben wir den dies solis, veneratione sui celebrem, dessen Verehrung ich feiere und wir wissen, dass bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum März 321, es nicht ein einziges sicheres Zeichen dafür gibt, dass Konstantin bereits auch tatsächlich äh, dem äh, der 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 christlichen Kirche sich völlig zugewandt hat. Er hat sie akzeptiert, er hat sie enorm gefördert, er hatte viel in sie investiert, hat sich als Befreier und Beschützer der Christen ganz offensichtlich propagandistisch positioniert, aber er war kein Christ, geschweige denn getauft. Er war bis zu diesem Zeitpunkt immer noch ein Anhänger des Sol Invictus, wie wir auch an den Münzen gesehen haben, wie wir in der Gesetzgebung nachweisen konnten, dass auch heidnische Elemente oder Elemente, die dem Christentum deutlich widersprachen, immer noch von ihm gut geheißen worden sind. Dass manche Forscher sehen das als eine Zeit des Überganges und allein diese Idee, dass es eine Zeit des Überganges sei, wo so heidnische Elemente noch da sind und das Christliche mehr und mehr in seinem Denken zunimmt, zeigt, dass es sich eben nicht um eine eigentliche christliche Bekehrung bei ihm gehandelt haben kann, denn die ist immer dadurch gekennzeichnet, dass das Alte vergangen ist und siehe, alles ist neu geworden, wie der Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Wir müssen also festhalten, dass das Sonntagsgesetz vom März 321 ein Sonntagsgesetz für den ähm, Sol, für den Sol Invictus war. Der Dies Solis war der Tag der Sonne und trotzdem war dieses Gesetz überaus geeignet, Heiden und Christen zu vereinen in einer so quasi synkretistischen Ökumene, wenn man so möchte. Denn der Tag der Sonne, der Sonntag, war als sogenannter Tag des Herrn hoch im Kurs der Christenheit. Überall trafen sich Christen an diesem Tag, um Gottesdienst zu feiern. Und so bot dieser Tag wie kaum etwas anderes in der christlichen Religion die Möglichkeit hier Heidentum und Christentum unter einem Banner zu vereinen. Etwas, was aus politischer Sicht für Konstantin natürlich enorm wichtig war, wenn er sich als Befreier der Christen im Osten weiter bewähren wollte. Interessant ist allerdings, dass gerade im Osten des Reiches dieser Sonntag nicht der einzige Tag war, an dem Christen sich zum Gottesdienst trafen. Es ist in der Kirchengeschichte immer wieder etwas übersehen worden und manchmal nur durch fleißiges Nachforschen und durch Stöbern der alten Dokumente entdeckt worden, dass es lange Zeit einen zweiten Tag gab, der ebenfalls als Gottesdienst genutzt worden war. Und hier können wir in einem in, der, in dem äh, Kirchengeschichtswerk von Sokrates äh, Scholastikos eine entsprechende äh, Stelle finden, und zwar im griechischen Original. Dort sagte hier nämlich ab äh, dieser Stelle hier, dass die Kirchen der gesamten Welt an, und es das heißt hier in Hemera Sabbaton, am Tag des Sabbats sich trafen, um die Geheimnisse Mysterias eigentlich ein... Ausdruck für das Abendmahl zu feiern. Und dann erwähnt er zwei christliche Kirchen, nämlich die in Alexandria, hier hoi in Alexandria, kai hoi in Rome, und die in Rom, die aufgrund irgendwelcher alter Gewohnheiten, Tinos, Achaias, Paradosios, dies aufgehört haben zu tun, wie es hier heißt. mit anderen worten, es gab einen zweiten tag, den tag des sabbats, an dem sich in der ganzen welt die christen zum gottesdienst trafen. nur in zwei bedeutenden christlichen zentren, in rom und alexandria, hatte, damit, hatte man damit aufgrund alter traditionen, nicht aufgrund biblischer aussagen, sondern aufgrund alter traditionen damit seit längerem aufgehört. hier haben wir noch mal die entsprechende äh, passage in der englischen übersetzung von Schaff für alle, die das nochmal nachlesen wollen. Nor is there less variation in regard to religious assemblies. Es geht also um religiöse Versammlungen. For although almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries on the Sabbath of every week, yet the Christians of Alexandria and at Rome on account of some ancient tradition have ceased to do this. Also, die Kirchen fast, alle, fast alle Kirchen der Welt, feiern die Heiligen. Das, ist das Abendmahl könnte man vielleicht frei übersetzen. Am Sabbat, jede Woche, während die Christen Alexandria und in Rom aufgrund alter Tradition dies aufgehört haben. Dann geht es weiter hier auch um die Ägypter in der Umgebung von Alexandria, die auch dort Gottesdienst feiern. An diesem. Sabbat, wir finden eine ähnliches, ähm, ein ähnliches ähm, Beweisstück in äh, dem Werk De Institutes von Cassianus, wie auch äh, Sokrates äh, etliche Jahrzehnte nach Konstantin verfasst. Das heißt, hier deshalb wird abgesehen vom öffentlichen und nächtlichen Gebete des Tages über keine öffentliche Feierlichkeit bei Ihnen gehalten, nur am Samstag und Sonntag kommen sie um die dritte Stunde zusammen, um die heilige Kommunion zu empfangen. Wie war es möglich, dass in dieser Zeit es zwei Tage für den Gottesdienst gab? Und zwar ganz besonders im Osten, dort, wo es die meisten Christen gab und dort, wo auch die größten und ältesten Traditionen und große Zentren wie Antiochia oder auch wie Alexandria zu finden gewesen waren. Ähm, wie war es möglich, dass in dieser so an christlicher Kultur, so reich gesättigten Gegend es zwei äh, Feiertage, zwei Ruhetage gab? Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen ausholen. Wir wollen jetzt an dieser Stelle ein bisschen den Gang der Geschichte Konstantins unterbrechen, um ein bisschen auszuholen. Und um diese Geschichte genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben nämlich gesehen, dass die Christen ja durchaus sich an die zehn Gebote gehalten haben. Das war einer der Gründe, warum sie in der Zeit der großen Verfolgung sich geweigert haben, den Göttern zu opfern. In den zehn Geboten, die auch für die Christen äh, nach wie vor Gültigkeit hatten dort im vierten Jahrhundert, steht es im vierten Gebot, in einem Gebot, das sich heute leider in den meisten ähm, katechetischen Werken in Katechismen der großen Kirchen nicht mehr so wiederfindet, aber in der Bibel selbst kann man das ohne weiteres so nachlesen. In 2 Mose 20, Vers 8 bis 11, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Und damit ist hier genauso wie dann auch in den äh, Werken, die wir gerade zitiert haben, der Samstag, der Tag vor dem Sonntag, oder besser gesagt der Sonntag, der Tag nach dem Sabbat, nach dem Samstag gemeint an diesem tag sollten die israeliten hier in dem alten testament gedenken und ihn heiligen und zwar nicht nur sie es heißt hier weiter da sollst du kein werk tun weder du noch dein sohn noch deine tochter noch dein knecht noch deine magd noch dein vieh noch dein fremdling der innerhalb deiner tore lebt ein gebot also nicht nur für ethnische Israeliten, so war das schon in den zehn Geboten angedacht. Und die Begründung ist sehr interessant, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Und jetzt kommt diese Begründung hier. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. In den zehn Geboten wurde die Feier des Samstages, des Ruhetages begründet mit der Schöpfung, die laut erste Mose alle Menschen betrifft. So lesen wir in 1 Mose Kapitel 2 Vers 2 und 3, nachdem die Schöpfung vollendet worden ist und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte. Hier steht im hebräischen Shabbat. Es ist das Verb für aufhören etwas zu tun. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag und... Heiligte ihn. Segen bedeutet, dass sich etwas immer wiederholen sollte. Das war keine einmalige ähm, Sache, diese Heiligung, diese Ruhe am siebten Tag, sondern sollte alle sieben Tage neu stattfinden. Er heiligte ihn. Er macht diesen Tag besonders. Heilig bedeutet abgesondert, eine, eine, eine besondere Qualität habend. Der Sabbat sollte ein besonderer Tag sein, denn die Begründung heißt es hier, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und so wie die gesamte Schöpfung gedacht war im Alten Testament für die gesamte Menschheit, so auch dieser siebte Tag der Sabbat. Eine zweite Begründung wird im Alten Testament in der Wiederholung der Zehn Gebote in 5. Mose 5 geboten. Denn dort heißt es, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Die Begründung ist hier also der Auszug aus Ägypten, die berühmte Geschichte vom Exodus, die berühmte Geschichte vom Schlachten des Lammes am 14. Tag des ersten Monats des Nisan, die Israeliten sollten damals das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen. Das war das Zeichen der Befreiung. Denn an dem Tag, als sie das Blut dieses Lammes an die Türpfosten strichen, sich öffentlich dazu bekannten, wurden sie frei. Und das war eine Geschichte, die dann im Neuen Testament immer und immer wieder als Vorbild, als Gleichnis sozusagen für die Erlösung durch Jesus Christus verwendet worden ist. Jesus, das Lamm Gottes wie er in Johannes 1 genannt wird, der die Sünden der Welt, alle Sünden der Welt trägt und durch sein Blut Menschen mit Gott versöhnt, so dass jeder, der sich öffentlich dafür, dazu bekennt, frei wird von der Knechtschaft der Sünde, der schlechten Gedanken, der schlechten Gewohnheiten. Und so ist das auch von Anfang an im Neuen Testament und in der frühen Christenheit verstanden worden. Der Sabbat. So fünfte Mose 5 sollte ein Zeichen für diese erlösende Kraft Gottes sein, für die schöpferische Kraft Gottes und für die erlösende Kraft Gottes. Ein ewiger Bund, wie es hier in zweite Mose 31 heißt. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich als Zeichen wird er auch bei den Propheten zum Beispiel der bei Hesekiel erwähnt ich gab ihnen auch meine Sabbate die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen damit sie erkennen sollten dass ich der Herr es bin der sie heiligt die Propheten im alten Testament hatten einiges über diesen siebten Tag Sabbat zu sagen vor allem sticht hier Jesaja heraus der erneut diese Idee aufgreift dass der Sabbat eben nicht auf das ähm, Ethnische Volk Israel beschränkt sein. Jesaja 56, Vers 2 heißt es wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, der daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Es das heißt hier dann weiter in Vers 4 und 5, denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten, hier wird deutlich, dass Jesaja Bedingungen vor Augen hatte, die nicht dem entsprechen, was man gemeinhin als den alten Bund, den Bund zwischen Gott und dem ethnischen Volk Israel bezeichnet. Denn Verschnittene konnten im alten Bund und in Bestimmung des alten Bundes gar nicht Teil des Volkes Gottes im Gottesdienst sein. Aber hier wird darüber hinausgehend gesagt, dass Gott mehr vorhat als das, was man theologisch den alten Bund genannt hat, den Verschnittenen, die meine Sapperte halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich an meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Jesaja hat diese Vision, dass der Sabbat auch für die gilt, die nicht nach den Bestimmungen des alten Bundes Teil der Kultgemeinschaft Israel sind. So lässt sich auch erklären, was hier in Vers 6 und 7 steht. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinen Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen, ihre Brandopfer und Schlachtopfer. Sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Der Zusammenhang zwischen dem Sabbat halten und der Idee, dass auch Nicht-Juden, Nicht-Israeliten, Teil des Volkes Gottes werden können, ist hier in Jesaja ganz ausdrücklich erwähnt. Wir finden ähm, dann auch natürlich den Sabbat im Neuen Testament. Zuvor vielleicht hier noch in Jesaja 66. Vers 22, eine ganz besondere Vorhersage, es heißt, und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einführen wird, um vor mir anzubeten. Teil einer großen Vision, die schon von einer neuen Erde, von einem neuen Himmel spricht, von großen Zukunftshoffnungen für das Volk Gottes. Zukunftshoffnungen, die längst nicht nur ethnische Israeliten einschließen würden, sondern auch alle Völker aus allen Weltgegenden. Nun also zum Neuen Testament. Jesus war natürlich als Jude ähm, jeden Sabbat in der Synagoge, wie uns Lukas 4, Vers 16 deutlich sagt. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jesus also, der das ganze Fundament des Christentums bildet, weil sich Christen ja nach Christus benannt haben, hat den Sabbat. Den Sabbat des Alten und des Neuen Testamentes, wie wir sehen werden, gehalten. Und er hat auch nicht nur durch seine Gewohnheit das bestätigt, sondern auch Stellung zu dieser Frage genommen. In Markus 2, Vers 27 und 28 lesen wir. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen. Für alle Menschen, die wir jetzt schon mehrfach gesehen haben. Nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen ein Titel, der aus Daniel 7, Vers 13 und 14 kommt. Für den König. Aller Könige, den König, der einmal die ganze Welt regieren wird, als der, der König des Reiches Gottes. Ja. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Der Sohn des Menschen ist ein Begriff, den Jesus immer wieder auf sich selbst angewendet hat. Und was er hiermit deutlich macht, ist, dass wenn der Sabbat für alle Menschen gilt und Jesus selbst einmal in der Zukunft auf Grundlage der Prophezeiung der Propheten einmal als König der Könige herrschen wird, dann wird auch der Sabbat Teil seiner Regierung sein, Teil seines Herrschaftsgebietes sein, denn er als Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Mit anderen Worten, der Sabbat ist Teil seines Herrschaftsgebietes, weil nämlich der Sabbat für die Menschen gemacht ist und er über die Menschen regieren wird. Im Zusammenhang mit äh, dem jüdischen Tempel und der Vorhersage, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden würde, was Jesus in Matthäus 24 vorhergesagt hat und das dann auch mit dem Ende der Welt äh, verknüpft hat in einer sehr interessanten Prophezeiung, die wir hier aus Zeitgründen natürlich nicht anschauen können, aber in der sozusagen beide Ereignisse, das Ende der Welt und die Zerstörung Jerusalems, die dann im Jahre 70 nach Christus stattfand, miteinander verwoben werden. Ähm, hat er Folgendes gesagt: Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Jesus ging also ganz selbstverständlich davon aus, dass seine Nachfolger, die Christen, auch in der Zukunft, auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung, diesen siebten Tag Sabbat, der seit der Schöpfung das Zeichen zwischen Gott und den Gläubigen ist, halten würden. Die vielleicht der besonderste, also die wichtigste das wichtigste Ereignis im Leben Jesu bezüglich des Sabbats ist vielleicht seine Kreuzigung. Denn er wurde am Freitag, wie allgemein bekannt ist, gekreuzigt und stand am Sonntag wieder auf. Doch war es genau der Sabbat, an dem er ruhte. Sein Tod und seine Auferstehung haben den siebten Tag Sabbat keinesfalls abgeschafft. Im Gegenteil in einer besonderen Weise bestätigt, so sehr, dass als er die Welt rettete, die Sünden der Welt auf sich nahm und Tod und Teufel besiegte, in dieser gewaltigen Arbeit, die er am Freitag und Sonntag vollführte, trotzdem einen ganzen Sabbat im Grab ruhte. Der Sabbat wurde durch das Kreuz Jesu bestätigt. Und so finden wir auch die Apostel, die ersten Christen, wie sie in der Postgeschichte den siebten Tag Sabbat halten. Es das heißt hier in der Postgeschichte 13, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Also nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden haben Paulus und andere den Sabbat nahegebracht. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt steht in Vers 44, um das Wort Gottes zu hören. Wo immer die ersten Christen hinzogen, brachten sie auch den Sabbat mit, wenn er nicht schon ohnehin dort bekannt gewesen ist, weil es ja ähm, auch Juden in der ganzen äh, damals bekannten Welt zerstreut lebten, es überall Synagogen gab und wie wir gleich sehen werden, der Sabbat auch dadurch schon bekannt gewesen ist. Hier noch ein Beispiel von Paulus in der Postgeschichte 18. Er hatte aber jeden Sabbat unter Redung in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Es kann keinen Zweifel geben, der Sabbat war in der sogenannten Urgemeinde der Urchristenheit der Tag des Gottesdienstes. Was ist also passiert? Und dazu wollen wir uns ein bisschen uns jetzt in die Geschichte hineinbegeben, um zu sehen, was aus diesem Ruhetag in den kommenden Jahrhunderten bis Konstantin geworden ist. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass der Sabbat als Tag der Ruhe, als besonderer Tag allgemein im römischen Reich bekannt gewesen ist. Und das möchte ich illustrieren mit zwei ganz selten zitierten äh, Zitaten römischer Geschichtsschreiber, die ich in dieser ganzen Diskussion, die oft geführt wird über Sabbat und Sonntag selbst, noch nie vorher irgendwo präsentiert gesehen habe. Deswegen hier auch im lateinischen Original. Surton schreibt in seiner Vita über den Kaiser Augustus, dass dieser gesagt haben soll, das heißt der Rursus, Ne judaius quidem mit Tiberi tam diligenter sabbatis, ihr Junium, servat quam ego hodi servavi, heißt, dass er zu Tiberius gesagt haben soll, nicht einmal ein Jude, mein lieber Tiberius, hält so fleißig am Sabbat das Fasten ein, so wie ich heute gefastet habe. Da ging es im Kontext um die etwas äh, mal unorthodoxen ungewöhnlichen Essgewohnheiten von Augustus der längere Zeit auch mal einfach nichts gegessen hat und dann wieder zu ganz äh, außergewöhnlichen Uhrzeiten und hier sehen wir, dass Kaiser Augustus sehr genau wusste, äh, dass die Juden einen besonderen Sabbat haben, obwohl er, wie viele andere, der Meinung waren, dass die Juden an diesem Tag besonders fasten würden. Was sich nicht so recht äh, in Übereinstimmung bringen lässt mit, mit den zeitgenössischen jüdischen Aussagen der Rabbiner, die genau das äh, verneinen und sagen, man sollte am Sabbat überhaupt nicht fasten. Ein anderes interessantes, vielleicht noch interessanteres Beispiel ist hier aus äh, der Tiberius Vita desselben. Historiker Sueton er sagt hier nämlich Folgendes: Diogenes Grammaticus disputare Sabbatis Rhodes Solitus. Da geht es um einen Grammatiker, einen Gelehrten, Diogenes, ein Grieche wahrscheinlich, der ähm, dort auf Rhodes, auf der Rhodos, auf der Insel Rhodos unterrichtet und zwar an Sabbaten. Das Besondere hier ist, es geht im Kontext darum, dass Tiberius diesen äh, Grammatiker aufsuchen möchte, ihn sprechen möchte und dann auf einen anderen Tag verwiesen wird, nämlich wieder an den siebten Tag, nämlich nur an diesem siebten Tag, an diesem Sabbat, würde Diogenes, ähm, Diogenes unterrichten. Das Besondere hier ist, dass weder Diogenes noch Tiberius noch irgendjemand anders in diesem Kontext ist ein Jude. Auch Sueton ist kein Jude. Wir sehen hier also, dass offensichtlich, selbst in einem völlig paganen, heidnischen Kontext, ein römischer Geschichtsschreiber, der eine Geschichte von einem römischen ähm, Politiker erzählt, der mit einem anderen Römer oder einem Griechen Kontakt hat, an einem Samstag ohne weiteres den Begriff Sabbat verwendet. Der Sabbat war so allgemein verbreitet bekannt, dass auch viele berühmte Schriftsteller sich über ihn geäußert haben, oft spottend, wie zum Beispiel Seneca, den wir hier ähm, bei Augustin zitiert finden in äh, dessen äh, berühmten Werk De Civitate Dei von der Gottesstadt. Und es das heißt hier, er referiert die Position von Seneca und sagt hier, Inter alias Kiviles Theologiae Superitionis reprehendet etiam Sacramenta Judaiorum et Maxime Sabbata. Er tadelt auch die Sakramente der Judäer und insbesondere die Sabbate. Und dann geht es weiter damit, dass Seneca wohl gesagt hat, dass dieses Ruhen an jedem siebten Tag so lächerlich sei, weil man dadurch angeblich ein Siebtel seines Lebens sozusagen sinnlos verschwende. Er hat also offensichtlich nicht verstanden, was für ein Segen es ist, wenn man regelmäßig auch innehalten kann und neu geistlich Kraft tanken kann. Zur Zeit von Nero hatte das Judentum im Römischen Reich eine kurze Zeit eine starke Sympathie. Sympathie beim Kaisertum, weil nämlich Nero ähm, die Poppea Sabina geheiratet hatte, eine jüdische Proselytin. In seine Zeit fällt die erste Christenverfolgung. Bis dahin waren Christen aus römischen äh, Augen gesehen eigentlich nichts weiter als eine Sonderform der Juden, weil sie im Wesentlichen vieles genauso taten wie auch die Juden, aber jetzt in dieser Zeit wird zum ersten Mal deutlich, dass die Römer beginnen zwischen Christen und Juden zu unterscheiden, denn die Christen werden verfolgt, die Juden aber nicht. Die besondere Sympathie für die Juden war schon bald wieder aufgebraucht, das lag vor allem dann auch an dem großen jüdischen Krieg von 66 bis 70. Und äh, die Juden wurden aufgrund ihres Widerstandes dort gegen die Staatsgewalt im ganzen Reich äußerst verhasst. Es gab über die folgenden Jahrzehnte überall im Römischen Reich immer wieder antijüdische Tumulte und Pogrome. Vespasian, der Kaiser, der dann äh, ab 69 regierte, hat den Sanhedrin, den, den obersten Rat der Juden, aufgelöst, das Amt des hohen Priesters abgeschafft und eine besondere Judensteuer eingeführt, den Fiskus Judaicus. Ähm, die Juden hatten bis zur Zerstörung des Tempels immer einen halben tyrischen Schekel zum Erhalt, zum Erhalt des Tempels gezahlt. Jetzt wurden sie gezwungen, als einzige Bevölkerungsgruppe im Römischen Reich eine besondere Steuer für den Tempel des Jupiter Capitolinus, also für den äh, Jupiter-Tempel auf dem Kapitol, zu entrichten. Einen halben Schekel, das war natürlich eine, Schikane, die weniger wegen äh, dem äh, finanziellen Gewicht ins äh, Gewicht fiel, sondern vor allem, weil man damit die Juden bewusst auch öffentlich etwas diskriminieren wollte. In dieser Zeit, äh, in dieser Zeit blüht der römische Antijudaismus in ganz schlimmer Form, ohne viele Zitate hier sagen zu wollen oder nennen zu wollen ein paar Namen wir haben Seneca gesehen auch Persius und dann vor allem mit Quintilian Martial Plutarch Juvenal Tacitus all diese Schreiber ähm, schreiben zum Teil sehr bissig gegen die Juden und immer wieder auch gegen den Sabbat gegen die Beschneidung und gegen den Sabbat und auch gegen den Verzicht auf Schweinefleisch wie es in 3 Mose 11 hier in der Bibel gefordert wird, als so die typischen Erkennungsmerkmale aus römischer Sicht, woran man einen Juden erkennen könnte. Der Letzte, der in diese Reihe noch zu zählen ist, ist Cassius Dio, der noch um 115 solche Dinge schreibt. Danach hört das interessanterweise auf. Wir werden gleich sehen, dass damit die anti jüdischen Schriften nicht aufhören. Sie kommen dann nur aus anderer Quelle. Nur ein Beispiel hier für solche. Satirischen und, und bösartigen Angriff auf das Judentum. Bei Juvenal finden wir in den Satiren hier ähm, eine Warnung vor ähm, Eltern, die den Sabbat fürchten. Hier ähm, im ersten, äh, in der ersten Zeile Quidam Achditi, Metuentem Sabbata Patrem, einen, einen Vater, der den Sabbat fürchtet. Das wäre eine ganz schlimme Sache, weil dann Kinder zum Arbeitglauben äh, kommen. So ist so die Idee hier in diesen äh, Satiren. Mit Hadrian beginnt dann eine ganz neue Entwicklung. Er regierte von 117 bis 138 nach Christus. Er war der Erste, der schriftliche Petitionen an den Kaiser erlaubte. Man musste also nicht mehr persönlich in Rom erscheinen, sondern man konnte ihm schreiben. Und das ermöglichte jetzt den Christen, die verfolgt worden sind, sich an den Kaiser zu wenden, ohne vor dem Kaiser zu erscheinen und damit direkt eine Verurteilung zu ähm, riskieren. Die Antworten, die er dann gab, wurden reichsweit verbindlich als sogenannte Reskripte veröffentlicht. Und so finden wir in dieser Zeit die ersten christlichen ähm, Autoren, die so Briefe an den Hadrian schreiben und versuchen, das Christentum zu verteidigen und äh, zu erwirken, dass das Christentum endlich als Religion erlaubt wird. Es war ja äh, ständig verboten gewesen. Diese ersten Apologeten waren zum Beispiel Quadratus von Athen oder Marchianus Aristides ebenfalls von Athen. Und in dieser Zeit finden wir die ersten Hinweise auf das Aufkommen des Sonntags. Und das hatte zu tun mit der Feier dessen, was wir heute oft Oster nennen. In diese Zeit von Hadrian fällt auch die Regierungszeit oder die, die Zeit des Bischofs von Rom, Sixtus, der als erster wohl angefangen hat, äh, immer an einem Sonntag jährlich an die Auferstehung Jesu zu gedenken. Überall sonst wurde zwar auch an den Tod und die Auferstehung Jesu gedacht, aber immer am 14. Nisan, denn Jesus war am 14. Nisan, denn Nisan ist der erste jüdische Monat, <laughs> ungefähr im äh, März, April, also ungefähr im April, äh, war dieser 14. Nisan meistens und äh, März April. Und je nachdem, äh, auf welchen Wochentag das in diesem Jahr fiel, wurde an diesem Tag des Todes Jesu gedacht. Und das war natürlich eine auch kalendarisch starke Bindung noch an das Judentum. Und äh, man hat hier versucht, äh, sich ein bisschen davon zu lösen in Rom. Äh, noch nicht in der ganzen anderen Welt, sondern nur in der römischen Kirche hat man damit experimentiert, stattdessen statt auf das Datum zu achten, vielmehr zu betonen, dass es ja ein Sonntag gewesen sei, an dem Jesus auferstanden sei, wobei überhaupt nicht klar war, warum man jetzt den Sonntag und nicht den Freitag nimmt, weil Jesus an einem Freitag gestorben ist. Ebenfalls interessant ist, dass Hadrian eine neue Religionspolitik vollzog. Äh, und einführte, er wollte nämlich all die verschiedenen Kulte, die religiö äh, religiösen Kulte, die es im Reich gab, integrieren. Bisher waren sie geduldet worden. Ja, die Kaiser hatten ihren eigenen römischen Kult, so wie in Rom, die römischen Götter und alle anderen Religionen im Reich wurden so toleriert. Aber Hadrian war der Meinung, dass man das Reich noch mehr zusammenschweißen könnte, wenn er als Kaiser im Zentrum aller Religionen stehen würde. So reiste er viel durch das das Reich und äh, ließ sich in alle möglichen Religionen einweihen und äh, sorgte dafür, dass diese Religionen immer auch auf ihn neu ausgerichtet worden sind, was für die meisten heidnischen Religionen kein großes Problem darstellte, aber für das Judentum natürlich unmöglich war. Trotzdem hat Hadrian erstmal versucht, das Judentum zu tolerieren und schlug dann vor, er wäre bereit, den Tempel in Jerusalem, der zerstört worden war, 70 nach Christus, wieder aufzubauen, wenn die Juden auch gleichzeitig zustimmen, dass er nicht nur als Tempel für den jüdischen Gott, sondern auch für den Jupiter gleichzeitig genutzt werden könne. Das haben die Juden natürlich verständlicherweise völlig abgelehnt und das führte dann zu diesem... Äh, dramatischen Aufstand unter der Führung einer Person, die sich Bar Koch benannte, eine Art Messias-Figur ausgab, behauptete der Messias zu sein, der Sohn der Sterne. Und in diesem Aufstand von 132 bis 135 wurden noch einmal die letzten Reste der Juden in Palästina äh, schwer aufgerieben. Cassius Dio sagt, fast ganz Palästina war danach wesentlich äh, eine Wüste. Und es führte dazu, dass Jerusalem noch einmal völlig zerstört wurde und neu aufgebaut wurde als eine neue Stadt mit neuem Namen, als Colonia Aelia, Aelia Capitolina, eine Stadt, die Juden nicht mehr betreten durften. Und ähm, die jüdische Religion war jetzt zerstört. Äh, Zeitweise tatsächlich auch verboten. Und damit war natürlich auch das Feiern des Sabbats ein Problem. Die Christen, die ohnehin schon sich darum bemühten, vor allem auch im Westen, vor allem auch in Rom, dort wo diese vielen antijüdischen Schriftsteller gewirkt hatten über die Jahrzehnte, diese Christen versuchten nun in einer aus unserer heutigen Perspektive sehr unschönen Art und Weise, sich vom Judentum zu distanzieren. Die, die, Distanz, die Distanzierung vom Sabbat war in Wirklichkeit, wenn man die historischen Quellen anschaut, sehr stark antijudaistisch geprägt. In Jerusalem waren natürlich jetzt alle judenchristlichen Bischöfe verbannt und es gab jetzt neue Bischöfe, die aus Griechenland und aus dem Westen kamen und die jetzt diese Idee eines Ostersonntages statt eines Gedenktages am 14. Nisan Mitbrachten und damit eine Kontroverse auslösten um den richtigen Termin, die dann noch jahrzehntelang dauern sollte. Man hatte es dann so gemacht, dass man an jedem Ostersonntag, wie man ihn nannte, der Auferstehung gedachte, aber dann auch am Tag zuvor fastete. Damit sollte die Trauer der der Jünger, als Jesus im Grab lag, nachgefunden werden. Es sollte aber auch ein bisschen eine Distanzierung von den Juden stattfinden. Das wird aus den Quellen sehr deutlich, um sich von den Juden zu distanzieren. Und dann ist es wohl so gewesen, dass in Rom dieses jährliche Fasten am Sabbat vor dem Ostersonntag auf den wöchentlichen Sabbat übertragen worden ist. Etwas, was dann für viele Kontroversen gesorgt hat, weil Rom der Meinung war, man sollte jetzt überall in der Christenheit an jedem Sabbat fasten was war also die situation anfang des zweiten jahrhunderts das judentum war bei den römern aufgrund der kriege und aufgrund der aufstände verhasst viele intellektuelle haben das judentum mit verachtung äh, behandelt Gleichzeitig gab es ja ohnehin einen großen Konflikt zwischen den Christen und den Juden, was äh, auch daran lag, dass es immer wieder Situationen gab, wo Juden auch Christen verfolgt hatten. Auch im kochba Aufstand sind wohl Christen gefoltert worden. Es gab also ohnehin eine sehr schwierige Beziehung zwischen diesen beiden Glaubensgemeinschaften. Und dann gab es auch innerhalb der Christenheit immer wieder Debatten, wie weit Christen jetzt noch all die verschiedenen äh, Elemente äh, des jüdisch, der jüdischen Kultur. Ähm, mit beachten sollten. Das ist eine Debatte, die ja schon im Neuen Testament greifbar ist, wo es Christen gab, die darauf bestanden, zum Beispiel, dass man die getauft auch beschneiden sollte. Und das Neue Testament dann deutlich zeigt, wie die christliche Kirche sich davon distanziert und sagt, das ist keine Notwendigkeit für die Erlösung. Und in diesem Zuge wurde die Beschneidung oft angeführt, aber dieses Argument auch auf den Sabbat übertragen. Man sieht das hier sehr deutlich, zum Beispiel an Zitaten von Justin. Dem Märtyrer, an seinem Dialog. Das heißt hier zum Beispiel, denn die von Abraham eingeführte fleischliche Beschneidung wurde als Erkennungszeichen gegeben, damit ihr, er redet hier die Juden an, <laughs> von den übrigen Völkern und uns abgesondert seid, damit ihr alleine leidet, was ihr jetzt mit Recht erduldet, damit euer Land verwüstet werde, die Städte vom Feuer niedergebrannt werden, Fremde für euch die Früchte verzehren und keiner von euch Jerusalem betrete. Ähm, Justin sagt mit anderen Worten, Gott hat euch abgesondert, um euch zu bestrafen. Hier ist längst nicht mehr der Geist des Paulus zu spüren, der sich noch gewünscht hat, verflucht zu sein für seine Brüder, für die Juden, die Jesus nicht angenommen hatten. Weiter heißt es hier, denn durch nichts anderes als durch eure fleischliche Beschneidung unterscheidet ihr euch von den übrigen Menschen. Keiner von euch wird nämlich, wie ich glaube, zu leugnen wagen, dass Gott die Zukunft voraus wusste und voraus weiß und dass er jedem den gebührenden Lohn vorher bestimmt. Es ist also gut und recht für euch, dass euch dies passiert ist. ist so ein krasser Gedanke. Gott, habe, Gott hat im vorher, Vorhinein gewusst, äh, was mit den Juden passiert und deswegen habe er sie durch die Beschneidung von Anfang an sozusagen gebrandmarkt. Das ist die Idee, die Justin hier... Ähm, ausführt. Und weiter im selben Buch im Dialog heißt es dann, die Worte Gottes selbst können euch beweisen, Gott hat um eurer und eurer Väter Sünden wegen zur Kennzeichnung, wie ich oben erwähnte, wie bei der Beschneidung dann, euch die Beobachtung des Sabbats angeordnet und außerdem die übrigen Verordnungen erlassen. Und er gibt zu erkennen, dass er um der Heiden willen, damit sein Name bei ihnen nicht entweiht werde, überhaupt noch einige von euch am Leben gelassen habe. Also was Justin hier macht in der Mitte des zweiten Jahrhunderts ist enorm krass. Er dreht die gesamte Theologie des Sabbats vollkommen um und behauptet, so wie die Beschneidung sei auch der Sabbat ein so ein Brandmal Gottes um sie quasi der Verachtung preiszugeben ein, eine ziemlich krasse Sache die mit dem biblischen Zeugnis weder im Alten noch im Neuen Testament nichts zu tun hat und ich glaube auch Menschen die heute den Sonntag feiern oder sich vielleicht noch nie darüber Gedanken gemacht haben sollten vielleicht einmal sich die Zeit nehmen auch geschichtlich anzuschauen woher aus welchen unguten Wurzeln eigentlich diese ganze Bewegung entstand noch einmal Justin der Märtyrer etwas weiter in seinem Dialog, da keiner eine Antwort gab, fuhr ich fort. Also will ich dir, Tryphon... Und denen, welche Proselyten werden wollen, eine göttliche Lehre verkünden, welche ich von dem Greise gehört habe. Ihr seht, dass die Sterne weder Feier noch Sabbat halten. Bleibet so, wie ihr geworden seid. Wenn nämlich vor Abraham die Beschneidung und vor Moses die Sabbatfeier, die Feste und Opfer kein Bedürfnis waren, dann sind sie in gleicher Weise auch jetzt kein Bedürfnis da nach dem Willen Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ohne Sünde durch die aus dem Volke abram stammende Jungfrau geboren worden ist. Justin der Märtyrer war übrigens auch der Meinung, dass die zehn Gebote als Gesetz nicht mehr verbindend sind. Für den gläubigen Christen eine Idee, die auch heute immer wieder aufgegriffen wird in christlichen Kreisen. Und er glaubte, dass der Sabbat erst mit Mose gegeben worden ist, in Verkennung der Tatsache, dass der Sabbat für alle Menschen schon bei der Schöpfung gegeben worden ist. Eine enorme, enorme Zunahme dieses Gedankens erfuhr dann die römische Kirche durch einen gewissen Markion, der ein Gnostiker war, also ein Irrlehrer eigentlich, der dann in Rom, weil er Dort nicht Fuß fassen konnte, eine Gegenkirche gründete, dort auch dann weggeschickt worden ist, verjagt worden ist. Er hatte die Idee sogar, dass das Alte Testament und das Neue Testament völlig zwei verschiedene Religionen sind, dass der Gott des Alten Testaments böse ist und der unbekannte Gott des Neuen Testaments gut und dass deswegen das gesamte Alte Testament abgelehnt werden muss, wie übrigens auch Teile des großen Teile des Neuen Testaments, hat er äh, ziemlich radikal alles äh, abgelehnt. Und er war radikal gegen alles Jüdische. Und auch gegen den Sabbat. Er ist dann äh, vertrieben worden, aber auch er hat offensichtlich eine sehr starke Betonung dieses Sabbatfastens gehabt, um den Sabbat irgendwie zu degradieren, um ihn irgendwie auch ähm, unangenehm zu machen für die Gläubigen. Und das ist geblieben. Wenn auch seine anderen Lehren zum Teil der Kirche keinen, keinen Einfluss mehr hatten, ist das äh, ein bleibender Einfluss von ihm jahrzehnte später gegen ende des äh, zweiten jahrhunderts kam dann diese diskussion um den ostertermin noch einmal so richtig äh, zur geltung viktor der bischof von rom forderte jetzt wel weltweit und also im ganzen römischen reich zumindest ähm, die Beobachtung des Ostersonntages. Es gab aber nach wie vor Christen, die das nicht einsehen wollten. Zum Beispiel in der Provinz Asia, im heutigen Kleinasien, Polykrates, der Bischof, bestand darauf. Nein, wir haben das immer so gemacht, wir gedenken am 14. Nisan, also am, am Termin ähm, der, des Todes Jesu. Und das führte dazu, dass dann der Bischof von Rom, Viktor, kurzerhand die Gemeinde in Asia exkommunizierte. Das war so die erste... Ähm, Zwangsmaßnahme, die aus der römischen Kirche uns überliefert ist. Und ähm, ein gewisser Irenäus, der Bischof von Lyon, hat sich dann eingeschaltet, hat äh, den Viktor ein bisschen wieder zur Reson gerufen, aber seine Autorität durchaus auch ähm, ähm, hochgehalten. Schon hier sehen wir, wie in so einem frühen Zeitpunkt äh, die Bischöfe in Rom eine gewisse Macht für sich in Anspruch nehmen wollten, die sie eigentlich nach, der, nach dem biblischen Zeugnis so gar nicht hatten. Interessant ist, dass auch der Irenaeus hier ähm, eine sehr enge Parallele sah zwischen dem Ostersonntag und der Feier des wöchentlichen Sonntags. Ähnlich finden wir auch bei Tertullian kurze Zeit später die Idee, dass man am Sonntag nicht im Knien beten sollte, als ein besonderes Kennzeichen dieses angeblich so besonderen Tages, so genauso wie auch in der Osterzeit nicht. Wir sehen aber immer wieder auch Widerstand gegen diese Bemühungen Roms, zum Beispiel bei Hippolytos, der 217 die Wahl zum römischen Bischof verloren hatte und der als Anführer einer griechischen Gegenbewegung sich beschwerte über dieses vorgeschriebene Sabbatfasten. Nun, all dies, was wir in diesem äh, kurzen, kurzen Abriss gesehen haben, geschah in deutlichem Kontrast zu dem, was Jesus gesagt hatte. Jesus hatte gesagt: Ihr sollt nicht meinen. Dass ich gekommen bin, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Das ist eine Bezeichnung für das Alte Testament. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus war der Meinung, dass die zehn Gebote nicht verändert und nicht aufgehoben werden können. Deswegen sagt er auch in Johannes 14, Vers 15: Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Und in der Offenbarung finden wir diesen berühmten Satz, hier ist das standhafte Ausland der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Diese Entwicklung in der Christenheit, die in Rom offensichtlich Anfang des zweiten Jahrhunderts ihren, ihren Anfang nahm, um sich von den bei den Römern fasten Juden zu distanzieren und die dann vor allem erst im Westen mehr Fuß fasst und nur langsam gen ost noch überschwappte und dort auch immer nur quasi parallel zum sabbat ähm, wahrgenommen worden ist diese ganze entwicklung war im neuen testament vorhergesehen worden paulus hatte gesagt denn das weiß ich dass nach meinem abschied räuberische wölfe zu euch hineinkommen werden die die herde nicht schonen und aus eurer eigenen mitte werden männer aufstehen die verkehrte dinge reden um die jünger abzuziehen in ihre gefolgschaft und im Brief Judas heißt es Geliebte, dass mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben. Hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Was der Judas hier sagt, ist zunächst einmal, dass der Glaube so wie er im Alten und Neuen Testament überliefert ist, dass er so stehen bleiben soll und dass es sich auch dafür, dass man dafür kämpfen sollte, weil es die Gefahr gab dass an diesen glaubensüberzeugungen des neuen testamentes die auf dem alten basieren gerüttelt werden würde im laufe der zeit deswegen sagt er, es haben sich nämlich etliche menschen unbemerkt eingeschlichen die schon längst zu diesem gericht aufgeschrieben worden sind gottlose welche die gnade unseres gottes in zügellosigkeit verkehren und gott den einzigen herrscher und unseren herrn jesus christus verleugnen wir haben begonnen mit äh, offenbarung kapitel 2 heute und ich möchte hier noch einmal schließen, nämlich mit den Versen, die dann an diese Gemeinde Pergamon, an diese, diese Zeit äh, nach der sogenannten konstantinischen Wende gerichtet sind. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Kinder Israels zu legen, dass die Götzenopfer aßen und Unzucht trieben, so hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Biliam. War jemand gewesen, der zunächst versuchte, das Volk Gottes im Alten Testament durch eine äußerliche Maßnahme, durch Verfluchen zu schaden, aber es war gescheitert und so gab er den Hinweis, man könnte doch durch vermeintliches Zusammengehen mit dem Volk Gottes sie zum Abfall bewegen. Diese Idee, dass man durch Gemeinsamkeit mit den Heiden... Ähm, etwas erreichen kann, ist genau die Idee, die jetzt hier zur Zeit Konstantins sich ganz stark in den Vordergrund schiebt, die, wie gesagt, schon seit dem Anfang des zweiten Jahrhunderts in Rom und, wie wir gesehen haben, in Alexandria, in großen Zentren dort, wo die Intelligenz des römischen Reiches schon lange gegen die Juden gewettert hatte, schon, schon sehr weit gediehen war, weil die nur sehr langsam sich durchsetzen konnte in anderen Teilen der Welt. Jetzt, als Konstantin an der Macht ist und Konstantin das Christentum fördert und damit auch ganz bewusst äh, das Christentum in Rom, hat diese, diese, diese Bewegung in der Christenheit jetzt eine gewaltige Chance, ähm, den Sabbat und das, was eigentlich biblisch damals ähm, von Jesus und seinen Aposteln niedergelegt worden ist, zu verdrängen. Die Lehre der Nikolaiten ist interessant. Die Nikolaiten, soweit wir das rekonstruieren können, lehrten wohl, dass das Gesetz abgeschafft worden ist. Genau das, was Justin, ähm, der Märtyrer, lehrte in Rom und äh, der dann genau aufgrund dieser Lehre auch den Sabbat ablehnen wollte. Und so war der Sonntag bereits vor Konstantin in gewissen Kreisen des Christentums, vor allem in Rom und abhängigen Gebieten und in Alexandria, ähm, zu einem Tag geworden, mit dem man sich vom Judentum distanzierte. Und trotzdem feierten fast überall in der Welt die anderen Christen weiterhin den Sabbat. Sie waren leider oft geneigt, auch äh, Tage noch anzunehmen, die man äh, vielleicht noch zusätzlich feiern konnte. Man hatte da noch einen Gedenktag und da noch einen Gedenktag und da wollte man auch noch dran denken, warum nicht auch noch den Sonntag noch zusätzlich nehmen? So war eigentlich die Einstellung aber mit dem Gesetz des Konstantin kam jetzt eine neue Dynamik dahinter, obwohl es noch kein christliches Gesetz war. Obwohl es ein Gesetz war für den Sol Invictus, war es doch natürlich die perfekte Möglichkeit, dieses neuartige Christentum, wie es in Rom seit einiger Zeit schon erwachsen war, jetzt reichsweit verbindlich durchzusetzen. Würde das gelingen oder würde das biblische Christentum Bestehen bleiben. All das werden wir sehen in unserer nächsten Folge, wenn wir uns dann die nächsten Jahre des Konstantin anschauen und sehen, wie es gerade auch mit dem Christentum im Osten weitergehen wird. Es das heißt dann der Osten. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid bei unserer Serie ähm, Konstantin, Kaiser der Sonne. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal.